Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Wochen, genau genommen am 6. September, hat dieser Tesla die 100.000 Kilometer Marke geknackt. Ich war auf dem Rückweg mit meinem Vater aus dem Schwarzwald, deswegen habe ich auch noch vergessen, das zu filmen, dieses historische Ereignis. Und es hat jetzt auch noch ein paar Wochen gedauert, aber voilà, hier ist es, mein Video zu 100.000 Kilometer mit dem Model 3. Für alle die dieses Auto noch nicht kennen, dieser Tesla, Erstzulassung Juni 2019. Es ist ein Long Range mit Rear Wheel Drive und hat die 78 Kilowattstunden Batteriekapazität. Die Standardfarbe war damals schwarz, deswegen habe ich sie genommen. Die 18 Zoll Aerofelgen waren auch normal dabei. Das einzige, was ich Sonderausstattung sozusagen genommen habe, war das Premium Innenpaket, weil da die gute Soundanlage dabei war. Und ich habe den einfachen Autopiloten. Gekostet hat das Auto damals 49.300 Euro. Da ist schon abgezogen die Umweltprämie damals 4.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Es ist ein Geschäftswagen, er ist finanziert. 3 von 5 Jahren habe ich schon abbezahlt und ich habe entsprechend die Mehrwertsteuer rausrechnen können und kann es steuerlich geltend machen mit der 0,25% Regel. Bevor ich gleich zur weiteren Ausstattung, zu meinen Erfahrungen beim Fahren und natürlich zu vielen Berechnungen zu Verbrauch, Werkstattkosten und so weiter komme, möchte ich euch kurz den Sponsor vorstellen, mit dem ich für die nächsten Wochen ein bisschen zusammenarbeite. Ihr kennt Shop for Tesla natürlich, den Shop für nachhaltiges Tesla-Zubehör. Ich habe euch ja auch meine To Be Fair Fußmatten schon vorgestellt und ich finde das toll, dass die in den Lieferketten, in den Herstellungsorten, den Transportwegen und natürlich auch im Material immerhin sich darum bemühen, nachhaltige Zubehörteile herzustellen. Wenn ihr zum Beispiel dieses Fußmattenset, was ich wirklich sehr schätze, mit dem Gutscheincode DieserDad bestellt, bekommt ihr 10% auf den Einkauf und ihr unterstützt dabei meinen Kanal. Den Link habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. So, erstmal, wohin und wie viel bin ich eigentlich gefahren? 101.500 Kilometer ungefähr sind es inzwischen. Die Auswertung ist nicht komplett möglich. Ich habe ja die Tronity App als Grundlage. Die habe ich allerdings erst im September 2019 begonnen. Und die Ortsaufzeichnungen gibt es aus den letzten 7 Monaten. Ich habe das mal hochgerechnet. Ich habe in den letzten 7 Monaten 14.890 Kilometer gefahren. Ja, wenn man das durch 7 und mal 40 rechnet, kommt man nur auf 85.000 und nicht auf 100.000 Kilometer. Der Grund ist, dass ich tatsächlich am Anfang noch deutlich mehr gefahren bin. Zum Beispiel im Jahr 2020 war ich ziemlich viel zwischen Berlin und Konstanz unterwegs. Das heißt, ich bin damals noch mehr gefahren im Verhältnis. Aber ich glaube, man kann trotzdem auch diesen Betrachtungszeitraum mal hochrechnen. Es ist relativ typisch, nämlich ich habe 70% lange Strecken gefahren nach Köln oder Berlin. Ungefähr 10.500 Kilometer von diesen 14.900. Und kurze Strecken hier so in der Stadt rum oder vor allem auch zu meinem Papa, der hier im benachbarten Ort wohnt. Alleine zu dem bin ich 1.000 Kilometer gefahren in den letzten 7 Monaten. Das waren ungefähr 22% in der Stadt und nach Allensbach, also 3.000 Kilometer zusammen insgesamt. Und mittlere Strecken fahre ich am seltensten. Das wäre jetzt zum Beispiel nach Ulm oder nach Zürich oder in den Schwarzwald oder nach Bad Dürheim, wo ich immer mal wieder mein Auto hinbringen muss. Das waren insgesamt 1.000 Kilometer. Das wären 8%. So, die Grundausstattung habe ich euch vorhin schon vorgestellt. Die Frage ist, was habe ich zusätzlich noch an Ausstattung? Ich war mal bei Jörs in Lübeck. Dort habe ich eine Keramikversiegelung für meinen Lack bekommen und eine akustische Dämpfung für die Türen. Dann hatte ich mal eine Tesla Wallbox, die ich wieder verkauft habe. Und heute hängt bei mir an der Wand die Hardibard Wallbox und auch der Solar Watt Pilot, den ich im Moment am häufigsten nutze, weil er einfach ideal ist fürs Überschussladen, einphasig, dreiphasig mit meinem Tesla Model 3. Ansonsten wurde mir eine Menge an Designkram, sage ich jetzt mal, für den Innenbereich angeboten, was ich teilweise auch reingemacht habe, was für mich aber nicht so bedeutend ist. Wie vorhin schon gesagt, die Fußmatten, die Kofferraummatten, das ist ein Ausstattungsteil, was ich tatsächlich sehr schätze. Und was ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, ich habe mir die Frunk-Automatik und die Trunk-Automatik von Amptec nachgerüstet. Das ist alles im Zusammenhang mit Kooperationen entstanden. Ich würde sagen, wenn ich das berechne und hätte das regulär gekauft, dann hätte ich für den Wattpilot 700 Euro, für die Frunk-Automatik 1000 Euro mit Einbau und für die Fußmatten 270 Euro gezahlt. Also insgesamt 1970 Euro zusätzliche Ausstattung.
Jetzt kommt ein großes Thema. Service, Wartung, Reifenreparaturen. Das war ja so ein bisschen die Frage. Ist das so, dass ein Elektroauto wirklich da viel weniger braucht? Fangen wir mal mit dem Einfachen an, mit den Reifen. Da wurde immer davor gewarnt, dass man bei einem Elektroauto viel mehr Reifen braucht. Das hat sich jetzt bei mir nicht bestätigt. Das entspricht dem, was ich früher auch gebraucht habe. Ich habe den Sommerreifensatz und den Winterreifensatz vom Anfang inzwischen verschlissen und habe seit ein paar Monaten Alljahresreifen drauf. Ich habe insgesamt 5-mal ummontiert, habe mir einen Satz Winterreifen gekauft und einen Satz Alljahresreifen. Die Kosten dafür belaufen sich insgesamt auf 1.256,97 Euro. Beim Service war ich insgesamt 3-mal. Und zwar einmal aus Versehen, weil ich dachte, die Außenspiegel würden sich nicht weit genug aus- oder runter drehen lassen. Das gehört aber so, das war eine Gewöhnungsfrage. Und 2-mal wegen meiner Garantiereparatur. Zum Service musste ich nach Winterthur, weil das ist der nächste Ort. Der Nachteil dabei, ich bekomme als Deutscher dort keinen Leihwagen als Ersatzfahrzeug. Ansonsten würde ich mal unter Service noch den Garantiecheck bei Owe in Lübeck verbuchen. Der würde normalerweise 499 Euro kosten. Wartung, Ersatzteile, habe ich einmal eine Radkappe gebraucht für 28 Euro, 2-mal die Innenraumfilter gewechselt, das waren 4-mal 18 Euro, 1-mal Wischerblätter ausgetauscht für 36,50 Euro und Wischwasser und Zusätze habe ich jetzt mal nicht berechnet. Also insgesamt ungefähr 136,50 Euro für Ersatzteile, Wartung, Kleinkram. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Renault Kangoo, den ich davor hatte, und das war überhaupt das erste Neuauto, was ich hatte, der hatte in den ersten 3 Jahren 1.300 Euro verursacht an Wartungskosten für großen Service, kleinen Service, Filter, Öl, Zündkerzen, Bremsbeläge und so weiter. Da merkt ihr schon, das sind alles Teile, die dieses Auto gar nicht erst hat. Und damit kommen wir zu den Reparaturen. Wie ihr wisst, war ich einige Male in Bad Dürrheim beim Dennis, bei Stegmann, weil ich tatsächlich einen Glasschaden an der Frontscheibe hatte, einen Glasschaden oben am Panoramadach und inzwischen habe ich auch noch einen Glasschaden hinten an der Heckscheibe. Das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Ich kann für nichts davon was. Insgesamt haben alle Schäden meine Versicherung bezahlt. Was tatsächlich ein substanzieller Eingriff war, waren die Garantiemängel, die Owe damals beim Garantiecheck festgestellt hat. Ärgerlich für mich war, dass ich 2-mal nach Winterthur musste, weil sie es nicht auf einmal geschafft haben. Folgende Mängel wurden damals repariert, natürlich ohne Kosten für mich. Die Fahrertür wurde wieder richtig eingestellt und damit schloss die Scheibe wieder besser und es war deutlich leiser hinter dem Auto. Das Lenkrad hatte ein bisschen Spiel, das wurde einfach ausgewechselt. Der Gurthöhenversteller auf der Fahrersitzseite war kaputt. Querlenker vorne, oben wurden beide ersetzt. Sturzquerlenker an der Vorderachse wurden ersetzt. Querlenker hinten oben wurden ersetzt. Und natürlich musste man dann eine neue Achsvermessung durchführen und Spur, Sturz und Nachlauf einstellen. Gott sei Dank hat das Owe rechtzeitig vorher gesehen, sodass mir daraus keine Kosten entstanden sind. Wenn ich das vergleiche mit dem Kangoo, bis der 100.000 Kilometer hatte, hatte ich insgesamt ungefähr 7.000 Euro Kosten für Reparaturen. Da waren unter anderem dabei die Waschpumpe, die Bremsscheiben, der Anlasser, ein Thermostat, Spurstangenkopf, Zündspule, Steuer, Zahnriemen, Wasserpumpe, Nehmerzylinder und verschiedene Lenkmanschetten. Insofern bin ich damit ziemlich gut gefahren auf den ersten 100.000 Kilometern. Ich muss allerdings sagen, beim Kangoo habe ich deutlich länger gebraucht, um 100.000 Kilometer drauf zu bekommen. Das waren nämlich 13 Jahre. Rechnen wir also die Kosten zusammen, die ich in diesem Bereich aufgewendet habe, dann wäre das der Garantiecheck bei Owe für 499 Euro, Servicematerial von insgesamt 136,50 Euro und Reifen bzw. Reifenwechseln für 1.257 Euro. Das macht zusammen 1.892,50 Euro. Jetzt wollte ich gerne rausbekommen, wie hoch waren eigentlich die Betriebskosten? Ja, der Stromverbrauch, das Laden, und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu bestimmen. Zum einen ist es so, dass ich durch die Referral-Programme von Tesla tatsächlich komplett kostenfrei am Supercharger geladen habe. Zu Hause kann ich eben viel PV-Strom laden. Da entstehen mir sozusagen nur die Opportunitätskosten, weil ich den sonst ja verkaufen könnte. Und was auch noch ein bisschen schwierig gemacht hat zu berechnen, ist, dass ich eben die Tronity-App nicht ganz von Anfang an benutzt habe, sondern erst nach 3-4 Monaten, sodass da die Zahlen nicht ganz übereinstimmen. Wenn man nun im Tesla nachschaut, was ich für einen Durchschnittsverbrauch habe, sagt der Tesla 18,2 Kilowattstunden auf 100. Die Tronity-App sagt 19,4. Im Tesla wird die verbrauchte Energiemenge mit 18.454 Kilowattstunden angegeben. In der Tronity-App sind es 21.842.
Das hat was damit zu tun, dass der Tesla nur die reine Fahrt rechnet. Das heißt, sobald das Auto steht, der Wächtermodus aktiv ist, man vorheizt oder sonst wie Strom verbraucht wird, auch Verluste, Vampirströme und so weiter. Dann, und das sieht man in der Tronity-App, gehen offensichtlich bei mir 9% der geladenen Menge wieder beim Parken und Stehen verloren. Also bei mir sind das 1955 Kilowattstunden gewesen in den letzten 40 Monaten. Mein Ansatz war nun, ich teile bei Tronity die Ladung durch Kilometer und bekomme dann 22,39 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist nun die Größe, mit der ich rechne. Das ist mein Verbrauch, nicht fürs Fahren, sondern für den Betrieb dieses Fahrzeuges. Wenn ich damit nun die geladene Menge hochrechne von Tronity auf die 101.000 Ungrad Kilometer, ergibt sich eine Gesamtlademenge von 22.743 Kilowattstunden seit Juni 2019. Wie ich auch in der Tronity App sehen kann, ist die Verteilung von DC auf AC Laden 57% zu 43%. Ja, das habt ihr richtig gelesen. Ich habe 57% an Superchargern geladen und 53% mehr oder weniger hier zu Hause. Das liegt daran, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin und deswegen ja auch 70 und am Anfang sogar mehr Prozent meiner Fahrleistung in weiten Strecken, also an Superchargern, verbracht habe. Wenn ich die Lademenge daraufhin runterbreche, heißt das, ich habe 12.963 Kilowattstunden an Superchargern geladen, 9.779 an der heimischen Wallbox. Ich habe die ganz paar Momente, wo ich mal irgendwo an einem anderen AC-Lader gehangen habe, weggelassen. Das konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Das müsst ihr mir verzeihen. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie viel von dem Strom hier habe ich sozusagen regulär aus dem Netz bezogen und wie viel von der PV-Anlage? Das habe ich 50-50 gerechnet, weil ich schon sehr darauf geachtet habe, das Auto auch anzuschließen, wenn die Sonne scheint. Damit ergeben sich folgende Kosten. Am Supercharger hatte ich natürlich keine. Hätte gehabt bei einem bisherigen Preis zwischen 40 und 50 Cent, ich habe mit 45 Cent gerechnet, 5.833 Euro in den letzten 40 Monaten. Kosten für den Hausstrom sind tatsächlich angefallen, also 50% meiner AC-Ladungen zum Preis von 27,46 Cent waren 1.342 Euro. Und Ladekosten vom PV-Strom, das wären jetzt die Opportunitätskosten von entgangenen 11 Cent pro Kilowattstunde, ergeben 538 Euro. Das heißt, bei realistischer Betrachtung, ohne Supercharger Free, hätte ich 7.713 Euro verbraucht, also bei heute 101.573 Kilometern, ca. 7,60 Euro auf 100 Kilometer. Der Durchschnittspreis des Diesel war 2019 bis 2022 1,43 Euro. Das heißt, ich hätte geldmäßig mit einem 5,3 Liter Verbrauch bei einem Diesel mithalten können. In Wirklichkeit waren meine Kosten nur bei 1,90 Euro auf 100 Kilometer und das ist natürlich sehr, sehr gut. Zum Abschluss meiner Kostenberechnung habe ich mir überlegt, was ist denn der Wiederverkaufswert? Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte damals überlegt, Skoda Octavia oder Tesla Model 3 und damals hatte ich eben auch den Wiederverkaufswert mit einbezogen. Und deswegen habe ich jetzt mal rumgeschaut, was würde ich denn wieder kriegen für dieses Auto? In den Online-Portalen habe ich so irgendwas ab 40.000 Euro gesehen, habe aber gedacht, komm, da frage ich mal einen, der es wissen muss, nämlich den Uwe Kröger in Lübeck. Lieber Uwe, was meinst denn du? Was ist denn mein Auto wert? Ja, moin, lieber Tobias. 100.000 Kilometer mit deinem Tesla. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Leistung. Gibt es nicht so viele? Das Auto ist schon ein Long Runner. Du hast einen Heckantrieb und du fragst mich bei deinem 2019er Modell, wie ich den Wert ungefähr sehe im Markt aktuell. Ich sehe ihn so bei deinem Auto, weil er ja dieser Dad gepflegt ist, bei ungefähr 37.000 Euro. Schöne Grüße von Doc Tesla und wenn ihr euren Tesla mal checken lassen wollt von einem unabhängigen Sachverständigen, dann kommt zu mir, teslakaufen.de und T&T E-Mobility, so heißt mein YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Zuschauen an deine Fans. Ciao. Danke, liebe Uwe. 37.000 Euro, okay. Das heißt, ich habe einen Wertverlust von 12.300 Euro gehabt in den letzten 40 Monaten. Ein Drittel nach drei Jahren ist, glaube ich, eher gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass das nicht stimmt. Es wären auf Monate runtergerechnet 307 Euro pro Monat. So. Die übrigen Zahlen, die ich heute ermittelt habe, ich habe also zusätzliche Ausstattung von 1.970 Euro, keine Kosten für Wartung und Reparatur,
Service- und Verbrauchsmaterialien 1892 Euro regulär angesetzt, Stromkosten von 7470 Euro regulär angesetzt, Versicherungen hatte ich ungefähr 3630 Euro, das heißt, ich hatte Betriebskosten von 14962 Euro, also 375 Euro im Monat. Auf die 40 Monate betrachtet habe ich also 682 Euro im Monat verbraucht. Das heißt, das habe ich nicht, sondern das hätte ich, wenn ich alles, was ich bekommen habe, alle Leistungen bezahlt hätte, alles regulär gemacht hätte, keinen Geschäftswagen hätte, keine Mehrwertsteuer abgezogen hätte, keinen Steuervorteil gezogen, keine Referral-Vorteile, keine Kooperationsvorteile und keine PV-Anlage auf dem Dach. Und ich glaube, das ist auch bei einer realistischen Betrachtung, die ich euch heute eben versucht habe, auch aufzumachen, ein nicht zu teures Auto ist für das, was es bietet. Während über mich rüber ein neuer Zeppelin fliegt, bedanke ich mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Gebt mir unbedingt ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Lisa Dad.